das Jahr hat total fulminant gestartet. Wir haben Karneval gefeiert in Köln, wir waren viel unterwegs. Also eigentlich hätte das Jahr nicht besser starten können und nicht schlimmer mittendrin stocken können. Lass mir das Leben nicht so schnell vermiesen. Hilft ja eh nichts. Ich hoffe einfach, dass die mich morgen operieren. Das ist meine größte Hoffnung. Alles andere kann mich nicht mehr schocken. Franziska hat Brustkrebs mit 32 Jahren. Unser Thema heute bei Quarks Doku. Es war im Mai 2023, als sich alles verändert hat. Ich lag eigentlich auf der Couch und habe so gemacht und habe gedacht, komisch. Hab ein bisschen Tennis gespielt die letzten Wochen, war mal beim Boxen, das könnte irgendwie ein Muskel sein, so komisch. Und das war freitags und ich bin montags, habe dann gleich beim Arzt angerufen und mir einen Termin geholt. Ich habe dann gemeint, ja, kommen Sie morgen. Ich habe gesagt, nee, morgen ist keine Option, heute. Und dann bin ich am selben Tag noch hin. In dem Moment, wo ich beim Gynäkologen rausgegangen bin und die Überweisung zum Radiologen hatte, war das Thema eigentlich da und da ist eigentlich schon die Welt zusammengebrochen. Ich weiß gar nicht, warum, wenn ich so rückblicke, weil zu dem Zeitpunkt war alles noch möglich. Und der Montag bis zu dem Donnerstag, bis zum endgültigen Ergebnis, war natürlich für mich eine Katastrophe in Summe, weil man arbeitet, man soll ja arbeiten, weil du hast ja zu dem Zeitpunkt noch nichts, versuchst irgendwie dein Leben weiterzuführen. Ich steckte mitten in den Koffern, weil ich wäre 2 Tage später in Urlaub geflogen und es bestand ja immer noch die Möglichkeit, es ist nichts und ich fliege in den Urlaub. Mit ihrem Urlaubsgepäck fuhr Franziska los. Erstmal zu ihren Eltern. Sie rechnete jeden Moment mit dem alles entscheidenden Anruf. Ich wusste, dass der Anruf in dem Moment, wo ich im Zug sitze, kommen kann. Kam er dann auch. Und es kam dann relativ schnell der Satz, ich muss ihn leider mitteilen. Und dann wusste ich natürlich schon, was geschehen ist. Ja. Den Rest habe ich dann eigentlich fast nur noch ausgeblendet. Also das war kein langes Telefonat. Ich war irgendwie so perplex, also total aus dem Leben gerissen halt. Also ich konnte nicht mal weinen, weil, also ich denke so, ist das jetzt wirklich euer Ernst? Also man ist so perplex, obwohl man sich darauf vorbereitet hat, ich schon das Gefühl hatte. Ich habe dann gleich komplette Family durchtelefoniert. Erst so nach dem zweiten, dritten Telefonat konnte ich dann irgendwie auch mal weinen, was ja, also man muss ja irgendwie auch Emotionen haben und zeigen. Aber das hat tatsächlich so ein bisschen auch gedauert. Als ich dann nach Hause gekommen bin, mein Papa dann schon in der Tür stand, so pff, dann saßen wir erstmal alle am Tisch und irgendwie alle erstmal durchatmen. Und den ganzen Tag hat ständig irgendjemand angefangen zu heulen, ob es meine Schwester war, meine Eltern, ich. Brustkrebs ist der häufigste Krebs bei Frauen. Frauen mit extrem dichtem Drüsen- und Bindegewebe haben ein mindestens doppelt so hohes Risiko zu erkranken. Ein weiterer Risikofaktor, Alkohol. Verantwortlich für 8% der Neuerkrankungen in Deutschland. Bei 5-10% der Betroffenen liegt eine genetische Veränderung vor, die es wahrscheinlicher macht, dass die Krankheit ausbricht. Diese Frauen erkranken dann schon oft mit Mitte 40 oder früher. Mit der Diagnose begann für Franziska ihr neues Leben mit Krebs. Das ist mein Therapieordner, den habe ich am ersten Tag übergeben bekommen. Also direkt nach dem Erstgespräch. Also alles, was ich kriege an Befunden oder wichtigen Informationen zu den Befunden, habe ich hiermit abgeheftet. Das sind Blutbilder zum Beispiel. Und dann geht es weiter mit Reitern, die ich zum Teil noch gar nicht befüllt habe, also OP-Berichte. Und ganz hinten, wo ich hoffe, dass die nie zu tragen kommt, ist Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht. Wird auf jeden Fall immer voller und voller. Wenn man den dann übergeben kriegt, dann hat das schon so eine gewisse Endgültigkeit, dass man einfach weiß, dass es jetzt die nächsten, sagen wir mal, halbes Jahr, anderthalb Jahre, begleitet mich das auf jeden Fall. Und das hatte für mich nochmal so einen entscheidenden Moment, weil mir dann wirklich bewusst wurde, okay, das ist jetzt nichts, ist kein Schnupfen, der in 2 Monaten wieder weg ist, sondern das ist wirklich was, was sich jetzt zumindest die nächsten Monate begleiten wird. Und deswegen war das für mich tatsächlich ein sehr emotionaler Moment. Weil Franziska so jung erkrankt ist, wurde bei ihr ein Gentest durchgeführt. Praktisch haben mir 5-7 Ärzte gesagt, dass sie nicht davon ausgehen, dass ich das habe. Man hofft für alle anderen mit in der Familie, dass es das nicht ist. Für meine Schwestern, nachdem wir 3 Mädels in der Familie sind, ist es natürlich ausschlaggebend. Eine Schwester auch schon Kinder hat und die das ja auch wiederum weitergeben kann, wenn sie es selber in sich trägt. Das ist natürlich sehr ausschlaggebend. Ja. Ich zeige euch gerne den genetischen Befund.
Das ist der Befund, den ich eben bekommen habe. Also da steht dann drin, dass in dem Hochrisikogen BRCA2 Heterozyt eine Veränderung festgestellt wurde. Mit dieser Mutation im Gen BRCA2 hat Franziska ein Brustkrebsrisiko von 70%. Ihr Risiko, im Laufe des Lebens an Eierstockkrebs zu erkranken, liegt bei 20%. Zum Vergleich, die Normalbevölkerung hat ein Risiko für Brustkrebs von 12% und für Eierstockkrebs von unter 2%. Die Mutation wird autosomal dominant vererbt, also trägt entweder Franziskas Vater oder ihre Mutter auch diese Mutation. Und ihre beiden Schwestern haben ein 50-prozentiges Risiko, sie ebenfalls zu tragen. Und wenn Franziskas Vater positiv ist? Männer haben mit 5-10% ein leicht erhöhtes Risiko für Brustkrebs. Dafür mit 60% aber ein stark erhöhtes Risiko für Prostatakrebs. Franziskas Krebs ist also genetisch bedingt. Im Juni 2023 hat Franziska mit der Chemo angefangen. Am Anfang alle 3 Wochen, dann jede Woche ein Termin von 3 bis 5 Stunden. Und man kriegt halt da schon gesagt, okay, die erwartet eine Chemo von 6 Monaten. Und das war nochmal so der Punkt, da habe ich bis zu dem Zeitpunkt immer noch gehofft, aber da war dann klar, 6 Monate Chemo bedeutet nicht nach Australien fliegen und viele Dinge absagen. Und das war so nochmal schon noch ein blöder Moment, ja. In dem Fall habe ich gegoogelt und ich wusste, dass es auch tatsächlich welche gibt, wo die gar nicht anspringt. Und die Sorge, die schwingt natürlich immer mit. Also jetzt, die ersten Wochen fand ich eher unangenehm, weil es ja immer irgendwie fremd ist. Die Gerüche sind nicht angenehm. Also der Chemotag an sich, da geht es mir eigentlich relativ gut, weil da kriegt man so viel eingeschleust an Medikamenten, dass es einem eigentlich nur gut gehen kann. Also man wird dann müde und ich schlafe auch immer nach der Chemo 2-3 Stunden. Der Tag der Nacht, das ist immer mein Knockout-Tag. Also da weiß ich, da nehme ich mir nichts vor, da bin ich zu Hause, da schlafe ich relativ viel. Und ich habe auch einfach das Glück, dass ich nicht so starke Nebenwirkungen hatte. Bin bis jetzt immer ganz gut durchgekommen und das hilft natürlich auch, dann positiv zu bleiben. Und ich glaube, es hilft auch, wenn man mit einer gewissen Sachlichkeit, also man muss schon auch emotional sein irgendwie und man muss Dinge auch immer rauslassen, aber ich habe gar nicht das Gefühl, dass ich was zurückhalte oder so. Also ich habe natürlich auch Momente, wo ich mir denke, boah, scheiße, wäre mir lieber, es wäre anders. Also ich meine, würde ich lügen, wenn ich das nicht sagen würde. Aber ich glaube, es ist einem irgendwie die Art auch so ein bisschen hilft, das alles so gut zu überstehen. Und vielleicht hat mir einfach mein Charakter oder meine Lebenseinstellung da geholfen. Hoffe ich zumindest. Eine Chemo ist nicht die einzige Möglichkeit, Brustkrebs zu behandeln. Tumorzellen können gezielt mit Medikamenten bekämpft werden. Aber nur, wenn die Tumorzellen bestimmte Rezeptoren haben, an die die Medikamente andocken können. Es gibt 3 verschiedene Rezeptortypen. Für Wachstumsfaktoren, für Östrogen und für Progesteron. Was kam halt dann nach und nach immer wieder in die Meldung, nee, negativ, negativ, negativ. Und da kam dann im Laufe des Donnerstags, Freitags eben noch, dass es wahrscheinlich triple negativ ist. Für meine Altersklasse so der krasseste, aggressivste Tumor, den man haben kann. Triple negativ heißt, dass bei Franziska die Tumorzellen keinen dieser Rezeptoren haben und die Medikamente so nicht wirken können. Aber Franziskas Krebs wurde früh erkannt und hat bislang nicht gestreut. So hat Franziska gute Chancen, den Krebs mit der Chemotherapie und einer anschließenden Operation zu besiegen. Mehr als 4 Monate Chemo sind geschafft. Nur noch 2 Monate bis zur OP. Dafür steht heute ein erstes Vorgespräch an. Franziskas langjährige Freundin Miriam ist als seelische Stütze dabei. Mir geht's heute ganz gut. Bin ein bisschen nervös, vielleicht vor dem Termin, aber inzwischen ist es ja schon mehr Routine geworden. Aber meine Liste, gestern hatte ich erst ein paar Fragen und heute Nacht und gestern Abend sind dann plötzlich noch mehr dazugekommen. Jetzt habe ich schon wieder so eine lange Liste. Und ich denke sogar auch, dass jetzt nach dem Gespräch noch mal Fragen in der Nacht. Das kann auch sein, ja. Hallo. Dankeschön. Wie geht's? Sehr gut, vielen Dank. Alles sehr gut. Schön. Genau, heute machen wir noch mal Ultraschallkontrolle, wie klein er jetzt geworden ist, der Tumor. Lymphknoten schauen wir an. Und dann geht es ja heute auch um die OP. Ja. Wie wir machen, was wir machen. Genau. Was Ihre Vorstellungen sind, was möglich ist. Ja. Dann können Sie auch mitgucken. Mhm. Nur sehen. Ja, genau, eher so da.
und eventuell einen Tick weiter unten, wenn ich. Und wurde ein Clip auch gelegt? Ja. Oder? Ja, im Tumor ist ein Clip und in zwei Lymphknoten. Genau, die Lymphknoten. Ja. Gelesen. Und wenn sie ihn nicht finden, ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Ja, ist gut, ne? Kurz das Licht ein bisschen aus. Also hier hat man schon das Gefühl, dass das Gewebe so ein bisschen verdichtet ist. Wir haben jetzt einen Ultraschall gemacht, ja, also es schaut wirklich sehr gut aus. Wenn man jetzt mal die Bilder vergleicht, das war letztendlich die erste Untersuchung. Da hat man noch deutlich hier dieses so dunkler, schwarze, abgrenzbare Gewebe gesehen. Und wenn man es jetzt vergleicht mit heute, also hier so in dem Areal, ist es noch relativ dicht hier alles, ja, aber man sieht nicht mehr eindeutig diesen Tumor, der abzugrenzen ist. Ja? Also das ist eigentlich ein sehr gutes Zeichen. Trotzdem, Franziska muss operiert werden. Dabei wird das Gewebe aus beiden Brüsten durch Implantate ersetzt. Zusätzlich wird eine Probe aus den Lymphknoten genommen, die dann auf Tumorzellen untersucht wird. Davon hängt ab, ob Franziska noch eine Bestrahlung braucht oder nicht. Wenn die jetzt unauffällig waren, man die Brusthülse komplett ausschält, bräuchte man auch keine Strahlentherapie. Wenn der jetzt doch befallen ist, dann kann es doch noch sein, dass man die Seite bestrahlen muss. Ja. Ja? Okay. Ja. Und dann wollte ich noch fragen, zwischen dem Chemoende und der OP, kann es auch sein, dass der Tumor dann wieder wächst? Man sollte dann schon so 4 bis 8 Wochen ungefähr, so ein Zeitraum, in dem man operieren sollte. Mhm. Aber dass der jetzt, gerade ein Tumor, der sehr gut anspricht, dass der jetzt anfängt zu wachsen. Unwahrscheinlich, okay. Gehen wir nicht von aus. Genau, das hatten wir schon. Sonst, wenn Fragen sind, melden Sie sich. Dankeschön. Ja, gerne. Tschüss. Wenn, dann will ich jetzt schon, dass es schön gemacht wird. Also wenn ich schon so eine Scheiße machen muss, dann danke, dass du mitgekommen bist. Ja, sehr gerne immer. Mach's gut, komm gut heim. Ja, und ruf noch mal an heute Abend. Mach ich. Danke dir. Tschüss. 3 Wochen sind nach dem Arztgespräch vergangen. Passend zur Adventszeit kommt Miriam mit einer Überraschung vorbei. Vielen Dank. An die Seite. Hi. Hallo. Voller Schnee. Ja, total. Das ist ein Adventskalender von quasi allen von Franzis Freundinnen. Ach krass. Um Gottes Willen. Nur wenn man krank ist, kriegt man sowas. Sind da alle beteiligt, oder wie? Mhm. Oh, wow. Danke. Gerne, gerne. Wie krass. Ich wäre verrückt. Jetzt geht die Zeit dann ganz schnell um von den letzten 2 Chemos auf jeden Fall. Ja, das dachten wir auch. Das ist dann so für den Endspurt. Für Franziska ist die Zeit mit ihren Freundinnen Gold wert. Denn je länger die Chemo dauert, desto mehr spürt sie, wie ihr die Kraft ausgeht. Man merkt jetzt einfach, dass der Körper nicht mehr möchte und dass die Blutwerte schlechter werden, die Energie wird weniger. Also das merkt man, klar. Weil wenn ich da mal laufe, dann geht's. Aber den Motor erstmal anzuschmeißen, das dauert dann schon immer so ein bisschen. Bis man irgendwie, man hat dann schon so wackelige Beine, aber wenn ich dann einmal losgelaufen bin, dann geht es meist ganz gut. Nur noch ein Tag bis zur OP. Franziska ist froh, wenn der Tumor endlich raus ist. Je früher Brustkrebs entdeckt wird, desto besser sind die Chancen auf Heilung und Überleben. Deshalb steht jeder Frau die gesetzliche Früherkennung zu. Dazu zählen Brustabtasten und Mammographie. Menschen mit genetischer Vorbelastung machen das früher und öfter, plus Ultraschall- und MRT-Untersuchungen. Verlässliche Daten zur Mammographie-Vorsorge gibt es für 50- bis 69-Jährige. Bei ihnen sinkt durch die Vorsorge die Sterblichkeit um 20-30%. Für Franziskas OP morgen ist alles vorbereitet. Sie muss nur noch eine letzte Prozedur ertragen. Sind Sie bereit? Ja. Franziska wird ein Kontrastmittel in die betroffene Brust gespritzt. Gut, dann dürften Sie jetzt den linken Arm hochnehmen und ein bisschen Boxbewegungen machen. So,
Ich klebe ihn da noch ein Pflaster drüber. Gell? Jetzt dürfen wir es genau in die Luft boxen. Einmal den kompletten Frust rauslassen und bitte mit der rechten Hand die linke Brust schön massieren. Das Kontrastmittel macht die Lymphbahnen in der Brust im Röntgenbild sichtbar. So weiß das Ärzteteam morgen genau, wo der Lymphknoten liegt, der dem Tumor am nächsten ist, kann ihn herausoperieren und auf Tumorzellen untersuchen. Ich habe dann noch ein Anästhesiegespräch und dann noch das EKG und dann ist es soweit und dann bin ich ready für die OP. Ja. Tschüss. Drei Wochen nach der OP meldet sich Franziska bei uns zurück. Hallo aus München. Ich habe gute Neuigkeiten nach der OP. Mir geht's gut. Ich habe die OP gut überstanden und ja, ich habe eine Komplettremission laut pathologischem Ergebnis. Das heißt, ich bin Stand heute, habe ich keine aktiven Tumorzellen mehr in mir. Das freut mich natürlich sehr und ich hoffe jetzt 2024 geht so weiter und es warten viele schöne Dinge auf mich. Also alle die Daumen drücken, aber bis jetzt ist es dann gut verlaufen.